es hat ja in ganz Deutschland keine Entwicklungsabteilung für Bergsport gegeben, gar nichts. Das war eigentlich alles. Und ich habe eigentlich andere Arbeit gehabt, das habe ich nebenbei gemacht. Gell. Angefangen habe ich mit einem Metallbohrer. Weil wir wollen das Eisen nicht mehr sprengen. Ja, jetzt müssen die einen Bohrer haben, die müssen die irgendwelche Zähne geben. Das war einmal so meine Vorstellung, dass er ausziehen Widerstand hat. Und irgendwann sind wir dann auf das Hohle gekommen, dass man das Eis mit rausfräst. Und dann habe ich im Jahr 1964 so Prototyp oder Vorserie im Blaulab dabei gehabt, Brennwaffenflanken unter anderem. Und haben wir gesagt, ja, das gefreut mich, dass das heute noch ein Weltstandard ist. Gell. Mit Berg bin ich verbunden seit, haben scheinbar schon Stern in mein Geburtshoroskop reingeschaut. Mit 4 Jahren war ich das erste Mal am Damberg, mit 5 Jahren am Hirschberg. Blasen an die Füße und ein Riesenschlauch war es. Aber von da weg habe ich mir eigentlich gedacht, Bergsteiger mag ich werden, weil das ist halt was. Und ja, da war ich 13 und der Hochstaffen ist da praktisch vor der Haustür gestanden. Wollte man gerade irgendwo rauf und in so steilen Groschrofengelände. Da rennt einfach mal die Wand vor mir in die Höhe, also ich bin runtergeflogen. Und da war so eine kleine Felskanzel, wo ich mich irgendwie festgereiht habe, nicht einmal was gebrochen, aber halt scharf retiert. Das war also ja, meine erste sehr intensive Bergerfahrung. Und was gegangen ist, war mein Berg. Zuerst per Familie, aber dann ist ja ganz bald der Krieg gekommen, wo alles anders war. Wenn der Vater, der war vom ersten Tag weg auch beim Militär gezogen. Wir waren dann auch sehr bald evakuiert nach Reichenhall. Da war ich halt in dem Bauernhof, wo meine Mama war, in einem winzigen Raum. Waren wir alle beieinander. Da hat es Tieffliegerangriffe gegeben. Da war so ein Kartoffelkeller, da sind wir alle runtergeräumt. Gefebert hat's. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt bist du halt bloß 14 Jahre alt geworden, gell? Aber dann sind wir vom Kartoffelkeller wieder auf, wie es vorbei war. Und dann, die Arme haben München schon gehabt. Jetzt kommen sie da ins Berchtesgadenerland und die Bauern, die Alten, die Jungen waren alle im Krieg oder schon dort. Die haben gesagt, du bist ein Studierter, du musst reden mit denen. Gell, mit meinem Schulenglisch steht da so ein Zerschlüssel, der Zugführer wahrscheinlich da mit der umgekehrten Maschine bis da in Stoppelbärtig. Jetzt red mit denen. Na, schütte ich hier oder irgend sowas. Hab ich gesagt, na, langt der da nicht. Denken wir, jetzt zeigt er ein Pistolen, weil wir haben ja nur die NS-Propaganda gehört, gell. Jetzt da schießt er mich. Bitte, der mir eine Zigarette noch.
Ja, das war freilich prägend, gell? War ein Urerlebnis. Seiner Menschen, mir wird er jetzt genauso froh, dass der Wahnsinn jetzt vorbei ist. Dass der Tod nah ist, das haben wir einfach in uns gehabt vom Krieg her, wahrscheinlich. Aber das heldische Bergsteigen, das war bei uns vorbei. Wir haben gesagt, ja, mei, also klettern müssen wir. Wenn es uns erwischt, hoffentlich bleiben wir nicht schwer verletzt übrig. Das war so eine Grundeinstellung. Ins Oberrheintal bin ich das erste Mal gekommen im Frühjahr 1949, das war natürlich eigentlich unsere innerste Heimat. Und der Fischer Franzi, das war nicht bloß ein Hüttenwart, der Franzi war das personifizierte Oberrheintal für uns. Und was ganz typisch für den Franzi war, die Frühaufsteher, die also über die Mang scharten, zur Schüsselkarwand übergegangen sind, nämlich illegal, weil grenzübertreten hätten wir gar nicht dürfen. Da ist er vor die Frühaufsteher aufgestanden, hat sich an sein Zither gehockt, sein Zither gespielt, dass Frühaufsteher jetzt aufstehen sollen. Und dann hat er noch die Kletterer geschaut in die Wände umeinander. Und wenn er selbst auf Strom war, aber Räder in Gruß: Hey, nix da los! Von rund: Hey, du mir! Der Oberrheintal-Gruß. Das hat sich sehr lange gehalten und gelegentlich hört man halt auch noch. Mein Vater, seine lebenslange Arbeitsstelle, die Krämermühle, ist zerbombt am Boden gelegen. Der hat aber von der Mühle her einen Josef Liebhack kennt, der hat eine Sattlerei gehabt. Und die haben drei Primen von seiner Mühle haben die repariert. Bald, du lernst den Beruf, hat er mir gesagt. Vaters Wort ist ein Gesetz für uns damals. Trifft er diesen Liebhardt, ob er nicht Platz für einen Lehrling hätte. Ja, mei, in seiner Firma, Saleber, Sattler, Lederwaren, war natürlich im Krieg auch ein Rüstungsbetrieb. Da haben Skistecker für die Ostfront gemacht und so Zeug. Ja, da kann er anfangen. Und da habe ich angefangen. Im 1. Oktober 1945, als 15-Jähriger. Ja, dann ist halt allmählich das Projekt Südamerika gekommen. Das war dann eigentlich mein äußeres und inneres Ziel. Wir müssen die Südamerika-Fahrt machen. Jeder von uns selber hat das, was er da spart gehabt hat, alles rein in die Expedition. Und am 5.5.55 ist das Schiff gegangen. Für unsere Peru-Fahrt wollte ich Rucksack, die es nicht gegeben hat. Vom Volumen her und groß-kleiner machbar mit der seitlichen Schnürung. Und du hast den Rucksack auch so ein bisschen rückenfrei spannen können. Das war eine Patentanmeldung. Und der ist hier noch am Markt der Erfolg geworden. Und so ist eigentlich mein Saleber Bergsportgeschichte angegangen. 16. März 1956. Ich übernehme den freigewordenen Posten Leitung der Sportabteilung, nicht unbedeutend für die Zukunft. Das Entscheidende war dann der Sprung in die Metalltechnik. Ich war da kein Ingenieur und gar nichts. Ich habe mich aber dann natürlich mit Metalltechniken befasst. Ich wollte ein verstellbares Steigeisen, das man industriell herstellen kann, also Stanzen. Das freut mich, dass das heute noch ein Weltstandard ist. Gell?
so in der Welt war ich als Mr. Saliva bekannt. Gell? Ich stelle Ihnen Hermann Huber vor, unseren Ausrüstungsexperten. Er befasst sich seit vielen Jahren mit Bergausrüstung und ist außerdem einer unserer unternehmungslustigsten und erfolgreichsten Bergsteiger seit 25 Jahren. Nur hat er nie besonderes Aufsehen um seine Touren gemacht. Herr Huber, was ist nun wirklich der wichtigste Gegenstand? Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand ist der Bergschuh. Ich habe meinen Beruf sehr ernst genommen, aber im Herzen war mir das Bergsteigen wichtiger. Hey, ja, Simon! Hey! Grüß dich, wo kommst denn du daher? Ja, bin wieder ein bisschen unterwegs gewesen. Ist schön, dass du mich da besuchst. Später ist nachher die Idee gekommen, die große Mauer zu machen und nachher nicht das Biwakzeug mitzunehmen, sondern den Paragleitschirm. Wahnsinn. Und danach zurückfliegen. Ja, genau das habe ich nachher gemacht. Wo ungefähr Helle Kreuzkopf und Düsseldorf. Und der Schirm ist wirklich das. Ja, das ist logisch, glaube ich. Das? Ja, das. Nein, das interessiert mich auch sehr. Aber den kann ich so, den drucke ich so zusammen. Nein, das ist der ganze Schirm. Geflogen bin ich nachher gegangen, weißt du, wo der Klettersteig auch geht, der Normalweg. Ja. Da bin ich nachher gestartet. Und so ist halt schön, wenn man kann ins Bergsteigen mit dem Fliegen verbinden. Ja, ja. Ja, ja, oh, das, ja, ist eine neue Dimension. Das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das möglich ist. Was dieser Alpinismus alles für Zweigentwicklungen, ja, sucht und gefunden hat. Ja. Das ist unglaublich. Und das geht allen weiter, gell? Ja. Mit so Zeug, ja, sind wir zum Klettern gegangen, weil es nichts anderes gegeben hat. Wie viel hat man so mitgenommen bei einer normalen Tour? Ja. Wahrscheinlich ungefähr. Also so ein Bündel oder mehr? Ja, nein. Also das kleine Sortiment haben wir gesagt, das waren 5 ungefähr. Ja. Hat ja jeder 5 dabei gehabt. Aha. Und für eine große Tour 8, 10 sowas. Jeder. Ja, weil, aha, irgendwo, ja, ja, hast du dann Standhakel drin lassen. Und Ja, aber ob es auch ein ordentliches Gewicht gehabt, ha? Ja, freilich, da, das ist ja. Das ist eigentlich das Wesentliche. Wir waren nicht mehr die Generation vom Anderl Heckmeier, die gesagt haben, um jeden Preis alles. Wir haben eigentlich schon versucht, sicher zu klettern, wohl wissend, dass da große Lücken zur echten Sicherheit sind. Gell? Mhm. Aber eigentlich war unser Bestreben schon nicht Harakiri. Mhm. Ja, aber du hast mit dem auch einen großen Schritt gemacht. Ja, das war eigentlich dann mein Sternstund. Ein Rohr ist doch leichter als ein Vollmaterial. Ja. Das müssen wir probieren. Und das war aber technisch ganz schwierig. Zu biegen. Das zu biegen, da mit 3 Arbeitsgängen. Ist das Bogenbahn und. Ja, da hast du maßgeblich viel getan für die Entwicklung, fürs Klettern. Ja, meistens, so gut es gegangen ist, halt. Ja.
Wir gehen heute auch noch klettern. Heute? Ja. Das war schön, wenn es noch ging. Ja. Hermann, wann warst du da noch als erste Mal da? Ja, das war im Dezember 1947, muss das gewesen sein. Leute wie der Otto Herzog, der Rambo, die haben da trainiert, der Heckmeier Anderl, der Rüttler Leo, alle. Dann ist das fast wie zurückgekommen heim, he? Wie ein zweites Zuhause da. Schon. He? Schon, oder? Schon, Simon, ja. So. Und jetzt kommst du auch noch ein vorbei. Kommst du oft einmal her, zu schauen ein bisschen? Ja, schon auch noch. Aha. Aber seit 4 Jahren geht es einfach nicht mehr, weil ich den Arm nicht mehr aufbringe. Mit 86 habe ich es dann aufgehört. So, jetzt haben wir da. Ha? Ja. Jetzt sind wir da, ja. Die markanteren Boulderstellen hier, die haben alle Namen, teilweise lang tradiert, über viele Jahrzehnte, ist der sogenannte Große Meier, weil der Toni Meier in die 40er Jahre da das erste Mal hinaufgekommen ist. Schwierigkeit, ja, müsst ihr dann sagen. Da links, ja. Dann langst du ihn leicht rechts, der Knopf da, ja. Siehst du? Das ja, der hoch oben. Das ist einer, ja. Ja, so ganz krass. So. Ja, spannend da. Ja. Du kommst nicht ja. Zu da. Ja. Na, da hat man sich ins Platz gefunden. He? Ja, Taubenstein Westwand, da habe ich meine Fahne kennengelernt. Die haben wir gemacht im Winter. Oben aus war richtig echt Winter, Schneesturm. Dann hockt man in der kleinen Sturm. Und auch Nudelsuppen war schön. Und die bringt die Pfanne rein in so einem weiß-blauen Dirndl. Und Hanna Gehmann hat inzwischen wieder die Sonne gescheint. Draußen waren Skifahrer im Loch gerammt. Seilbahn hat es noch nicht gegeben. Und dann schaut Fanny da beim Fenster raus und ich schäcke so mit ihr und sage, kommt man eigentlich mal wieder ran zum Kraxeln gehen im Sommer, gell? So ist es mit der Fanny angegangen, von da weg waren wir beieinander. Das hat sich ganz langsam entwickelt, aber sehr stetig und zum Schluss waren wir 60 Jahre verheiratet.
Ich wollte auch noch ein guter Familienvater sein. Das war natürlich die Quadratur des Kreises. Da haben wir zwei Buben. Und die Fanny war selber begeisterte Bergsteigerin. Da hat sie aber ihre Mutterrolle ja, einfach als Formatfilm gesehen. Und ich, der halt lebt, der macht irgendwie weiter. Und ich habe mit mir Leute kennengelernt in der ganzen Welt. Und ja, schwierig. Weil es einfach was, so was Schönes ist. Ja, habe ich nie ganz vergessen, wie wir angefangen haben. Rückblickend war es eben eine sehr wertvolle Zeit. Erfahrung ist, dass jede Erfahrung, die man macht, irgendwann irgendwas bringt. Und das alles in der Zusammenschau kann ich heute halt überblicken. Und schätzt es unheimlich, was wir heute für Möglichkeiten haben, seit Jahrzehnten. Ich habe mein letztes Jahr bei Rheindall-Tour mit 80 gemacht. Gell? Da ja, war halt dann aber Rheindall-Feierabend.